Leute, kennt ihr diesen Song? Ich glaube, es ist bald wieder die Nacht vorbei. Wieder an der Zeit zu gehen. Was mit dem? Ich will doch nur ein bisschen bleiben. Nice, oder? Der Dude mit der rauen Stimme und der 90er Curtains-Friese ist Ennio aus München. Warum er der Gen Z Henning Mai werden könnte und was sein Name mit Italo-Western aus den 60ern zu tun hat, das seht ihr jetzt mit Interview. Hey yo, ich bin Ennio. So, und wer jetzt noch kein Abo auf diesem Kanal dagelassen hat und trotzdem meine Videos schaut, ich brauch dich nicht. Spaß. Aber seriously, lass dein Star bitte. Ennio Frankl, Anfang 20, aus München. Er macht Indie-Songwriter-Pop-Sound. Sowas wie Wilde Herzen-Chor, der auch im Club ordentlich zündet. Tanzen in den Clubs dieser Stadt, glaub dein Duft, mach mich schwach, komm noch rum, wenn du magst. Als Fellow Münchner habe ich ihn schon eine Weile auf dem Zettel und unter euch scheint es ja auch ein paar Fans zu geben. In anderthalb Jahren ist Ennio von einem Geheimtipp für die, die wissen, zu einem ziemlich gehypten Newcomer geworden. Das hat meiner Meinung nach mehrere Gründe. Seine Songs, seine Stimme, sein Sound und vor allem seine Live-Shows. Die Hardcore-Indie-Mäuse unter euch kennen vielleicht noch Ennios altes Projekt Emotional Club. Zwischen 2017 und 2020 bringt Ennio unter dem Namen ein paar erste Songs raus und fährt damit schon ganz gut. Late-Night-Vibes, chillige Gitarren, damals noch englische Texte. Damals wie heute wichtige Inspo der britische Musiker und Produzent Tom Misch. Im Sommer 2021 dann der Cut. Ciao Emotional Club, Servus Ennio. Apropos Ennio. Seinen Namen verdankt Ennio dem legendären Komponisten Ennio Morricone. Rest in Peace. Der hat die Musik für übelst viele ikonische Filme komponiert. Zum Beispiel diese ganzen geilen Italo-Western aus den 60ern. Dass Ennio sich mit Film-Soundtracks ganz gut auskennt, hat er bei meinen KollegInnen von Das schaffst du nie gezeigt. Die haben mit Ennio, Luna und De Niro Erkenn den Song gespielt. Ah. Und damit haben sie die Chance, euch wirklich jetzt zu deklassieren. Ennio, was ist es? Ich weiß es aber. Der Pate. Ah, richtig, ja. Es ist der Pate. Wo war eigentlich meine Einladung? Ennios erste Single Blaulicht ist für mich gleich ein richtiger Banger. Ja, sie sind wieder da und der Kommissar sagt uns, wir sollen jetzt endlich gehen. Der Release dieses Songs kam ein bisschen chaotisch zustande. Denn Ennio ist super spontan als Support für Provinz eingesprungen, obwohl er noch keinen einzigen Song draußen hatte. Plan war bei Blaulicht absolut gar nichts. Wir haben diesen Song einfach so über Nacht gedroppt. Einfach so, oh fuck man, ich bin jetzt mit Provinz auf Tour. Es muss irgendeinen Song geben, weil ich kann ja nicht sagen, hey yo, ich bin Ennio. Die Leute, wenn und sie hören mal in fünf Wochen meinen ersten voll. Song an. Die Leute, wenn sie dich sehen, müssen sagen, wer ist das, Namen eingeben, dann muss halt irgendwas genau, genau. Da sein. Und dann haben wir einfach spontan so schnell diesen Song einfach rausgehauen. So. Nach Blaulicht droppt dann im Sommer 2022 Ennios Stunde Null EP. Die gibt Ennio den nächsten Push. Dass man einfach mal sagen kann, yo, hier ist so ein richtige Sammlung an meinen Tracks, so nicht jetzt immer nur so vereinzelte Lieder mal hier und da alle paar Wochen, sondern so richtig so, yo, das bin ich, hier sind 6 Tracks drauf, so, check das mal aus, das ist so meine Künstleridentität, I guess. Augen viel zu rot, ich muss heim, geh ich noch mit dir oder allein? Ennios Stimme hat viele Leute sofort gecatcht und auch an irgendwen erinnert. Dass Ennios Gesang von Anfang an dezente Henning Mai-Vibes hat, das fällt vielen Leuten auf. So knorrige Männerstimmen, die nach vollem Aschenbecher und Deepness klingen, das hat in Deutschland schon immer gut funktioniert. Siehe Rio Reiser. Egal wie du mich nennst, egal wo du halt bist. Und siehe Provinz. Fallen euch noch mehr Acts mit so übelst markanten Stimmen ein? Schreibt's mir in die Kommentare. Übrigens, dass Ennio mit den Jungs von Provinz gut kann, überrascht mich null. Ein halbes Jahr nach Stunde Null kommt dann mit Nirvana Ennios erstes Album raus. Den Song, also den gab's zuerst, den Song Nirvana.
Und dann haben wir halt noch so einen Albumtitel gesucht. Und dann fand ich den einfach mega geil, weil er so offen ist. Und natürlich war das auch irgendwie so ein bisschen so eine Anspielung darauf, weil es einfach ein prägnanter Name ist, den man sich halt sofort merken kann. So. Eigentlich bezieht sich der Titel von dem Track und somit auch der Titel von dem Album ja eigentlich gar nicht auf die Band so, sondern... ist ja auch immer noch ein Wort. Also Nirvana ist ja auch noch richtig. Ein Begriff. Spätestens da ist Ennio kein Indie-Geheimtipp mehr, sondern Uwe Baltner-Big. Deine Art, deine Stimme. Alles, was ich an dir finde. Auf dem Albumcover scheint zwar die Sonne, aber die Songs auf Nirvana spielen gefühlt alle nachts. Baby, komm zu mir und bitte beeil dich. Denn ich warte hier und hoffe, du befreist mich. Wisst ihr, was ich meine? Songs wie Drachenfrucht klingen für mich nach Sonntagnachts alleine wach bleiben. Eine Mischung aus Liebeskummer und Emo-Kater. Und was kommt vor dem Kater? Die Party. Fischei-Bilder mit deinem iPhone, Club, ich kann dich reinholen. Du legst an der Wand und drehst dir deine Kippen. Mit der Gang durch die Stadt, vom Club zur After, Kippen, Weißwein, bunte Pillen. Auf dem Album geht jemand ganz ordentlich steil. Bin so tief versunken, ich denk, ich besauf mich, ich glaub, heute rauch ich. Macht ja auch Sinn. Genau wie alle anderen Leute in Ennios Alter hat er eine lange Zeit aufs Feiern verzichten müssen. Das wird halt jetzt nachgeholt. Diesen Vibe kriegt man auch bei Ennios Live-Shows. Egal ob bei den Balladen oder den Four-to-the-Floor-Bangern, die Leute gehen krass mit. Ich find's voll cool, bei den ruhigen Tracks kann man halt auch so ein bisschen zeigen, so was man musikalisch drauf hat. Das ist natürlich immer der Anspruch als Musiker so. Da singen dann wahrscheinlich auch die Leute halt einfach krass mit, oder? Ja, ja, also inzwischen bei so Balladen wie Kippe oder so ist es mega schön, so, dass alle mitsingen können. Aber die Party-Tracks machen auch krass Spaß, wenn es halt fette Moshpits gibt und danach alle komplett verschwitzt nach oben schauen, so, Alter, was war das, Mann? So, das sind einfach geile Momente. Diese Live-Momente sind nicht nur für Ennio nice, sondern natürlich auch für die Fans. Die Songs in der Crowd mitzuschreien, das ist so wie Urschreiterapie. Dass Ennio gerade live richtig gut funktioniert, sieht man auch daran, dass er in den letzten anderthalb Jahren in seiner Heimatstadt München vor immer größerem Publikum gespielt hat. Im November spielt er in der Muffathalle. 1500 Leute, sowas wie der Holy Grail der Münchner Indie-Bands. Ob er die auch ausverkauft? Ich glaub schon. Auf jeden Fall ist Ennio mittlerweile nicht nur fester Bestandteil der deutschen Indie-Bubble, sondern auch zur Fernseh-Primetime bei Late Night Berlin am Start. Ich trau mich nicht und warte immer viel zu lang. Doch ich hoffe, ich treff dich irgendwann. Was meint ihr? Spielt Ennio 2024 dann gleich Olympiastadion? Und wart ihr schon mal auf einer Ennio-Live-Show? Wenn ja, wie fandet ihr's? Schreibt's mir in die Kommentare. Ein anderer Dude, der meiner Meinung nach noch richtig groß werden könnte, ist der Stuttgarter Time. Mein Video über ihn findet ihr hier. Ansonsten mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche.